Hallihallo, zurück. So, ich hoffe, in dieser Folge werden wir nicht wieder irgendwie gestört von irgendjemandem. Wir töten gleich noch hier unten die, weil wir nicht mehr allzu viele brauchen von diesen Fleischräubern. Und das war der letzte. So. Dann gehen wir erstmal hier oben in die Höhle rein. Wo man nämlich rein soll. Oder? War das die richtige? Ja. Ach, hier stehen auch so Bottiche, die wir kaputt machen können. Und eine Kiste, das ist ja super. Ja, ich glaube, ich muss mal näher dran. Und wir sind eine Stufe gestiegen. Ein Rucksack? Achso, den kann man nicht nutzen. Okay. Wir zerstören erstmal das Ding. Und das hier. Grüne Kristalle. Die brauchen wir später noch, um andere Steine für unser Schwert herzustellen. Also wir wären auch genug Fleischräuber gewesen. Au. So. Was haben wir jetzt alles bekommen? Anokrimskram. Okay. Ein Elixier braucht man noch. Wir heilen uns mal kurz. Ey. So, alles schön aufsammeln. Und hier steht der letzte Body, den wir brauchen. Boah, jetzt aber ganz schön viel los. Ah, hier steht noch einer. Ja, kriegt erstmal einen Stein von die Rübe. Und dann machen wir das letzte kaputt. So, dann können wir eigentlich hier raus aus der Höhle. Huch. Stehen hier natürlich auch gleich wieder welche rum. So. Haben wieder, oh, Rüstung 29 sogar. Dann ziehen wir das mal um. Dann sind wir wieder etwas besser. Das ist der falsche Weg. Ich glaube, wir müssen hier hoch, oder? Ja. Genau da in die Höhle müssen wir rein. So. Da haben wir den auch und dann gehen wir mal hier oben rein. Mal sehen, was uns hier in der Höhle erwartet. Hm,
Hier scheinen gar keine Bestien zu sein. Okay, dann laufen wir mal einfach durch die Höhle durch. Ach, hier der Würfel. Ach, da kommt wieder ein Video. Ihr macht viel Lärm. Ich komme wegen eines Fleischräubers hier und finde einen Jedi-Padawan. Ich bin hier, um zuzuhören. Um zu denken, mitten unter den Toten. Um für mein Volk zu kämpfen. Warum seid ihr hier? Ja, wir sind wegen den Holoprojektor. Meine Meisterin hat mich geschickt. Ich soll Rajivaris Holoprojektor zurück zum Tempel bringen. Ich bin Nalen Raloch. Die anderen Raloch finden Geschichten über ihren legendären Beschützer. Aber sie verstehen nicht. Sind die Fleischräuber vernichtet? Nein. Mein Volk wird nicht sicher sein, bis ich ausgelernt habe. Ja, ja. Tythons Relikte bergen noch immer Lektionen. Ich höre zu. Ich kann Dinge tun, von denen ich nicht zu träumen gewagt hätte. Ich werde der Beschützer sein, den mein Volk verdient. Vielleicht machen euch eure Studien zu etwas anderem. Nee, die verurteilen alles, was sie nicht unter Kontrolle haben. Aber ihr seid keine Bedrohung. Nur auf die Fleischräuber kommt es an. Rajivaris Hologramm hat mir gezeigt, wie man sie bestraft. Hey, was tut das A-Punkt-Punkt-Loch jetzt? Hier bebt alles! Die Fleischräuber werden kommen, aber nicht wieder gehen. Ein gnadenvoller Tod, verglichen mit dem, was mein Volk erleiden musste. Wollt ihr mich auch bestrafen? Was habe ich denn verbrochen, dass ich es verdient habe, lebendig begraben zu werden? Es gibt versteckte Wunder, Jedi. Und meine Reise hat gerade erst begonnen. Und jetzt lauft oder sterbt. Also der macht seinen Namen alle Ehre. So ein Arschloch. Jetzt bebt hier... Boah, jetzt kommen die Dinger hier auch noch an und jetzt bebt alles. Ach, wir sollen eh 6 Stück töten. Okay. ja. Ach, da ist noch einer. So, dann haben wir 4 Stück. Boah. Ich finde es cool, dass man sogar seinen eigenen Schatten sieht, wenn man hier rumrennt. So, da haben wir jetzt 6 Stück. Okay, es waren ja nur 6 Stück. Ich glaube, wir sollten hier erstmal ein Stück weggehen. Nicht, dass das Ding wirklich noch einstürzt. So, alles aufsammeln. Wie? Ach, er auch noch. So, dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg wieder zum Dorf. Da würde ich jetzt schnell Reise machen. Ach, da können wir hier unten in das... Obwohl, ja, da müssen wir ja hin. Ja, das passt ja. Ich war schon wieder ganz woanders da.
So. Mal gucken. Einer ist hier oben. Ach ja, mit dem da hinten. Ja, genau. Wir gehen erstmal schnell zum Händler. Mal was verkaufen. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. So, 1000. Viel Glück da draußen. Kann man nicht auch irgendwo hier reparieren? Für 4. Viel Glück da draußen. Das muss man nämlich ab und zu mal machen. Sonst geht irgendwann die Rüstung kaputt. Ihr seht gut aus, Jedi. Danke. Ich hoffe, die Fleischräuber haben euch nicht verletzt. Habt ihr das widerwärtige Elixier vernichtet? Natürlich. Ich habe mich um alles gekümmert. Ihr habt die Welt von etwas sehr Bösem befreit. Die Fleischräuber werden vielleicht neues Elixier herstellen, doch wir werden es ihnen nicht leicht machen. Ich bin dankbar für das, was ihr getan habt. Nehmt dieses Geschenk mit meinem Segen an. Ui, was ist so ein Geschenk? Gehen wir nun in Frieden auseinander. Ach so, geringe Medipacks. Ja, Credits gab es jetzt nicht viele. Aber naja, die anderen Medipacks ziehen wir uns auch mal hier runter. Ich denke mal, die werden wir irgendwann noch gebrauchen können. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier oben das machen. Ja, wir sollen hier irgendwelches Signale anzünden. So, da haben wir das erste. Jetzt kommt irgendwann das zweite. Wir müssen eigentlich nur den Weg hier ablaufen. Mehr ist das eigentlich nicht. Kann sein, dass zwischendurch vielleicht noch ein paar Fleischräuber hier rumstehen. Ja, ja, da oben. Konnte ich mir doch denken. Aber das ist ja nicht schlimm, wir müssen sowieso ein bisschen kämpfen. Wegen XP und so. Aber wir dürfen auch bald wieder am Level steigen, wie ihr hier unten seht. Das ist ja prima. Also, so höher man kommt, umso mehr Geld gibt es dann natürlich auch für die Mission und so. Oh, hier ist wieder eine Kiste. Ein paar Schuhe, die wir nicht tragen können. Und ein Handwerksbeutel. Jetzt haben wir 2 von dem Sklavenmeister. So, wieder mittelschwere Rüstung, alles. Das können wir wieder alles nicht tragen. Schade, schade. So, jetzt haben wir 3. Hier ist auch das zweite Signal. So. Stufe 7. Oh, ich muss nachher noch die Koffer packen. Wir fahren nämlich heute in Urlaub. Also beziehungsweise sind wir schon vor 2 Tagen in Urlaub gefahren, wenn ihr das hier gerade anguckt. Ich muss ja ein paar Folgen vorher aufnehmen, weil ich will ungerne den PC mit in Urlaub nehmen. So, ich will mal kurz gucken. So, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, da ja mein CPU doch gerade irgendwie funktioniert, habe ich mir überlegt, mir doch keinen neuen CPU zu kaufen. Sondern ich hole mir eine Wasserkühlung für mein CPU, dann kann ich den auch ein bisschen höher übertakten. Weil ich habe erst gedacht, mein CPU wäre irgendwie kaputt. Was natürlich auch sein könnte, weil er irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Bei WoW fängt es manchmal an zu ruckeln. Da habe ich erst überlegt, mir einen 8-Kerner zu holen.
Aber ich habe ihn jetzt ein bisschen hochgetaktet, beziehungsweise mein Mann. Und jetzt funktioniert es eigentlich wieder. Um nur mal sicher zu gehen, wollte man ihn eigentlich noch höher takten. Aber dazu muss man erstmal eine Wasserkühlung kaufen, damit er besser gekühlt wird. Also nach dem Urlaub erstmal neues Zeug bestellen. Rüstung 14, unsere hat 34, okay. So, hier ist dann das dritte Feuer. Eins gibt's noch, okay. So, wir kämpfen hier gegen alle. Wir nehmen alle mit, die noch sind. Ich sehe schon das letzte Feuer da hinten. Ich glaube, es sind nämlich nur vier. Mal kurz ein bisschen heilen. Können wir hier was aufsammeln? Nee. Gut, dann machen wir uns erstmal auf das Fördersignal zu. So, da haben wir das auch. Ach, und jetzt sollen wir mit hier oben noch jemanden reden. Okay. Dann machen wir uns mal hier hoch. Ich nehme an, der steht bestimmt oben. Jetzt kriegen wir erstmal wieder einen Drehwurm. So. Ach da, da steht er. Ihr habt euch tapfer geschlagen, Jedi. Ich habe die Signalfeuer gesehen, als ihr den Pfad erklommen habt. Nur wenige von euch schaffen es so weit. Ich bin Kolowisch. Erste Matriarchin und Deuterin der alten Schriften. Ich habe unser Volk auf diesen Planeten geführt. Seid willkommen. Ja, willkommen, danke. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen, Matriarchin. Und es ist mir eine Ehre, einen Jedi zu treffen, der unsere Sitten achtet. Selbst unser eigenes Volk, die anderen Twi'lek, verspottete uns und lehnte die Autorität der Matriarchen ab. Darum kamen wir hierher. Jetzt habt ihr das Ritual durchlaufen und zählt zu den Freunden der Pilger. Juhu. Ihr teilt unsere Last und unsere Stärke. Es ist mir wirklich eine Ehre. Nehmt diese Geschenke. Ihr müsst wissen, Geschenke. Dass wir nicht viel besitzen. Geschenke sind immer gut. Aber als Jedi teilt ihr diese Welt mit uns und euch steht eine schwierige Zukunft bevor. Schwierig? Gibt es dafür auch eine schlüssige Argumentation? Jedi müssen sich der Dunkelheit stellen. Ich glaube, dass ihr euch der Dunkelheit unserer Welt stellen werdet. Und vielleicht einer noch größeren. Geht euren Verpflichtungen nach und wisset, dass mein Segen mit euch geht. Die hat lustige Augen. Einen Gürtel. Das ist prima, wir haben nämlich noch keinen Gürtel. Da können wir den nämlich gleich drum machen. So, wenn wir jetzt hier runterspringen, sind wir bestimmt tot. Also müssen wir doch laufen. So war das eigentlich nicht geplant. Ach, das war klar. Uiuiui. Ein Stern. Ich habe jetzt mal schnell ein Medipack eingeworfen.
Hätten wir vielleicht vorher mal gucken sollen, dass hier ein Sterni steht. Also ihr seht, die sind etwas schwieriger. Aber es lohnt sich, es gibt natürlich bessere Sachen, wie ihr seht. Deutlich besser das Oberteil. So, mal kurz ein bisschen heilen und dann springen wir hier runter. Aber erstmal beenden wir die Folge hier und stürzen uns in die nächste, in der nächsten Folge dann hier von dem Berg und lasst bitte einen Daumen nach oben da. Tschüss!